Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mad Games Tycoon 2 hier auf Steelgames Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben in der letzten Folge hier den Kundensupport vergrößert, dass wir dann noch 10 Leute einstellen können. Wir haben auch das Marketing vergrößert, dass wir dann auch 4 Leute einstellen können, damit wir mehr Marketing bzw. auch mehr Kundensupport liefern können. Denn mittlerweile haben wir 6 Millionen Fans und der Support ist bei 27,5% steigend. Das heißt also, die Leute kommen hier nicht hinterher und kriegen ihn nicht bewältigt. Also da ist immer wieder mehr, oder beziehungsweise in letzter Zeit sah es so aus, als wenn es ja steigt. Kann jetzt sein, dass durch den Umzug sich da vielleicht ein bisschen was tut. Aber wie gesagt, da ist einiges zu tun. Und hier haben wir ein 2-Gigabyte-Modul zum Erforschen. Gucken wir mal, das ist Stufe 6 für den Handheld. Naja, Stufe 6 Konsole können wir ja schon machen. Das geht schon mal. Und hier hätte ich mal den Automatismus starten müssen. Für die Fachkraftsuche automatisch. So. Verlängern. So. Denn die können da so lange erstmal ihre Kollegen suchen, bis dieses Spiel soweit ist, dass das in das Marketing kommen kann und kommen wird. Leider haben wir uns dadurch, dass wir schon wieder mal Trendsetter geworden sind, mit dem Spiel Madden, was sich auch über 300.000 Mal verkauft, haben wir uns den Trend versaut für das nächste Spiel, was wir eigentlich jetzt in Planung haben. Denn wir machen hier aktuell quasi Tekken fertig. Und eigentlich war es so geplant, dass wir genau in den Hype des Spiels reinkommen. Und wenn diese Spielart quasi richtig derb gehypt ist, dann können oder sollten oder müssten wir das Spiel releasen können. Aber ja, so, leider, so wie es aussieht, ist das nicht der Fall. Und ach, jetzt sehe ich auch, warum das hier so lange dauert, das Spiel. Die Jungs, die sind da gar nicht mit beschäftigt. Die sind da gar nicht mit dran. So. Und ja, wie gesagt, das ist natürlich blöd jetzt, aber was willst du machen? So ist das Leben. Dadurch haben wir trotzdem den Trendsetter gekriegt und den Trendsetter insofern bekommen, dass wir bei Madden natürlich die Verkaufszahlen, dass die dort ganz schön explodiert sind. Und wir hier wahrscheinlich die 10 Millionen erreichen werden. Leider werden wir bei ICS die 10 Millionen nicht erreichen. Ganz knapp nicht erreichen. Aber so ist es halt. Entwicklung fortsetzen. Automatik beenden. Da arbeitet gerade keiner, ne? Also die Marketing-Leute, das sind aber auch wirklich ein paar Pfeifen manchmal. Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Ich will jetzt nicht zu nahe, niemand zu nahe treten, der Marketing arbeitet, aber irgendwie das Gefühl, dass das im Marketing so Usus ist. Dass man da also irgendwie keinen Output sieht. Aber gut. Egal. Also vielleicht hat das ja andere Bewandtnisse oder so, warum man Marketing-Leute braucht. Naja. Ja gut, also um eine Marke bekannt zu machen, klar. So, was ist das hier? Die haben eine Platinum und Silver Edition veröffentlicht. Okay. Fangen wir mit so einem Quatsch schon an. Naja, so, wir machen Spezialmarketing und zwar machen wir Spezialmarketing für unser neues Spiel. Geben eine Vorabversion natürlich an die Presse. So, konnten leider keine Leute einstellen. Haben wir denn hier irgendwie am Arbeitsmarkt irgendwas, was man gebrauchen kann im Marketing- und Support-Bereich? Eigentlich nicht. Nee, wenn, dann will ich schon starke Leute jetzt einstellen. Nur noch welche, die ich selber rekrutiert habe. Ups, schwieriges Wort, aber... So, ja, leider haben wir es nicht geschafft, dass wir hier die 10 Millionen erreicht haben. Es fehlt nur 200.000, also fehlt uns ungefähr ein Add-on, was wir hätten machen müssen, ziemlich früh am Anfang, damit das klappt. Ja, gut, was willst du machen, aber wir haben es immerhin 9,88 Millionen Mal verkauft, was immerhin bei Entwicklungskosten von 20 Millionen, Marketingkosten von 700.000 und Produktionskosten von 35 Millionen hat es einen Umsatz gebracht von 221 Millionen und nach allen Abzügen einen Gewinn, mal gut, dass wir keine Steuern bezahlen müssen, aber einen Reingewinn für uns von 164 Millionen gebracht. Wäre auch noch cool, wenn die Steuern dazukommen. Es gibt, glaube ich, ein Spiel, wo du die Steuern immer mitberechnen musst. War das Software Inc.? Ich glaube, es war Software Inc., aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. So, Spezialmarketing, dann machen wir jetzt hier mal eine Beta-Demo noch raus von Tekken, Vampire und Bärwölfe. Und dann suchen die hier wieder Leute. Ach, da hinten im Bad ist ein bisschen kühl, sagst du? Naja, ihr macht ja nichts. Im Bad kann es ja auch mal kühl sein, da sitzt nicht so lange auf dem Thron. Ne? Jede Minute, die du nicht auf dem Scheiß sitzt, arbeitest du. So, klingt fies, ist aber so. Noch ein Engine-Feature, das ist sogar noch ein Engine-Feature, was wir einbringen können in die aktuellen
Engines. So. Und dann machst du jetzt hier Spezialmarketing über Hype erzeugen. Mal hoffen, dass das diesmal klappt. Hat ja die letzten drei Male ganz und gar nicht so geklappt, wie man sich das erwarten wollte. Aber naja, so ist es halt. So. Und hier ist alles fleißig im Polishing, ne? Ja. So, okay. Da haben wir 3% bekommen. So. Ihr seid jetzt fertig und dann sucht ihr mir wieder ein paar Arbeitskräfte hier. So. Und zwar suchen wir jetzt Fachkräftesuche Spezialisten. Wow. Jeder vierte sollte eigentlich einer sein. Automatik ist dann. Alles klar. Gut. So, dann warten wir noch, was denn hier beim Überhype-Erzeugen rauskommt. Ob wir da ein paar Punkte kriegen oder nicht. Ich hoffe mal. Nein, hat nicht geklappt. Super. Naja. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte hierhin Entwicklung abschließen. Und da ist es Tekken, Vampire und Werwölfe fertig. Ja, ein sehr schönes Bild. Wir haben neue Steuerungspunkte gekriegt. Und wir werden natürlich das Ding selbst vertreiben. In dieser Edition oder in den Editionen, die wir hier haben. Auch mit den Preisen. Und das Ganze soll natürlich in einer Woche auf den Markt erscheinen. So, es gibt auch nicht viele Spiele davon. Und wir haben 99 Grafik, 99, 97 Sound bloß. Okay. Interessant. Das ist leer. Spiel produzieren. Tekken. Machen wir also erstmal die Standard-Knallcharge raus. So. Das soll ja nur dazu sein, dass sie automatisch wieder nachentwickeln. Und hier machen wir jetzt das Spiel produzieren. Tekken nicht automatisch, einfach, dass wir ein bisschen was aufs Lager kriegen. Spiel produzieren, Tekken. So, Spiel produzieren, Tekken. Dann haben wir erstmal ein bisschen was auf Lager von Tekken und sagen wir mal, die produzieren jetzt erstmal durch. Dann sollte eigentlich erstmal genügend Material da sein. So, eine Fachkraft ist gefunden. Sie hat aber unbelastbar. Oh, Belastung wollen wir mal machen. Wäre eine Crunchtime-Pause. Ist natürlich nicht schön. Mitarbeiter nehmen jetzt kritischer. Pechvogel. Ja, stellen wir trotzdem ein. So. Habt ihr euch den eigenen Kollegen rausgesucht. So, dann haben wir nämlich jetzt hier schon ordentlich auf Lager liegen. Gute Millionen. Und ein paar von den Sondersachen auch. Hier wird noch ein bisschen nachproduziert und sowas. Und dann kann das ordentlich verkauft werden. Und dann sieht man hier, Tekken geht aber auch gut steil. Erste Woche 500.000 verkaufte Kopien. Oh. Ja, mit Filmlizenz, Kampf und allem, was dazugehört, da könnte was draus werden. Vielleicht hilft das hier auch bei den Verkäufen von den Endgeräten wieder so ein bisschen. So, Produktionen sind durch, die angesagt wurden. Die Mitarbeitersuche war nicht sehr erfolgreich. Wie sieht es hier aus mit der Forschung? Die ist gleich durch. Dann können wir wenigstens so... Okay. Goldene Schallplatte, Woche 2. Muss doch mal ein bisschen was produzieren. Goldene Schallplatte in Woche 2. Ja, stellen wir ein. Alter. So. Was ist da los? Goldene Schallplatte in Woche 2. Ja, sehr gut. Ich glaube, wir haben echt einen Verkaufsschlager dort jetzt erzeugt. ID Hand. Die online haben wir keine Kopien mehr. Ja, ist jetzt auch nicht so richtig mehr. Schön. So, hab ich denn noch. Warte mal, ich muss Spielberichte machen. Und ich wollte gucken. Ah ja, da wollte ich noch gucken. Hab ich den Spielbericht noch angeguckt?
Nee, ich muss noch mal gucken, was die Fanpost gesagt hat, ne? Wo ist denn meine Fanpost hin? Eigene Spiele? Fanbriefe? Erscheinungsdatum? Sind wir da durch? Spielberichte? Erscheinungsdatum? Ah! Wir haben alles fürs Actionspiel. Alles klar, okay. D&D Online. Weiß ich nicht. Was sterben den Scheiß? Braucht keine Sau, oder? Machen wir nochmal 10.000. Diamantene Schallplatte für Madden 2006. Heißt, hier haben wir die 10 Millionen erreicht. Verkaufen immer noch 200.000 Kopien in der 38. Woche. Ja. Und das ist noch nicht mal im Trend, ne? Theoretisch wäre das jetzt noch im Trend. Wenn das jetzt noch im Trend gelandet wäre, wären das geworden, ey. Fachkraft, ja, nehmen wir. Da mit rein, zum Marketing. Lager haben wir hier noch, oder? Ja, haben wir noch. Platin-Schallplatte für Command Conquer Renegade. Das heißt, da sind wir jetzt bei 5 Millionen verkauften Einheiten. Das ist aber auch gut nach 34 Wochen. So, ihr macht mal Updates, Add-ons, ein kostenloses Update hierfür. Da will ich jetzt mal noch ein Update hinterher pusten, damit wir die Verkaufszahlen wieder nach, vielleicht nochmal boosten. 4 Millionen verkaufte Einheiten nach 5 Wochen im Verkauf. Ja, der Hammer. Ist wirklich der Hammer. Es ist wirklich absolut Wahnsinn. 4 Millionen verkaufte Kopien. Wir kriegen jetzt hier gleich die 5 Millionen verkaufte Kopien Dingsbums da, dazu. Boah. 2 Millionen Einheiten sind erstmal auf Lager gelegt davon. So, da haben wir noch jemanden. Suzuki. Ab ins Marketing. Obwohl hier wichtiger wäre, ne? Kundensupport ist bei 31%. Wir müssen unbedingt den Kundensupport noch hochkriegen. So, das Tech-Net-On ist raus. Sorgt dafür, dass hier wieder die Verkaufszahlen auf über 700.000 pro Woche steigen. Wir waren am Anfang froh, wenn wir denn überhaupt mal 1 Million verkaufte Kopien hatten. Und jetzt haben wir pro Woche so viel verkaufte Einheiten. Und das bringt so unglaublich viel Geld ein. Ne? Wir sind bei 54 Millionen im Plus. Geiles Spiel. So. 62.000 zu 1.000, das ist auch eine unheimliche Rate, ne? Review 98% positiv. Ja. Ja. Das ist okay. So, wir wollen ein Spiel entwickeln und wir wollen gerne eine Fortsetzung machen von... Eigentlich ja, aber nee. So, habe ich da noch eine Lizenz? Nee, habe ich... ICS habe ich jetzt Firmenlizenz. Okay. Kann ich das zum MMO umbauen? Das geht. World of Tanks. World of Tanks gibt's da. Ich guck mal, ob wir noch eine schöne Lizenz finden. Neue Lizenz kaufen. Irgendwas, was mit Panzern zu tun hat oder sowas. Ravage, hier gibt es nochmal eine Filmlizenz mit dem 5 Sternen. Wappen, Scams und Steals für ein Spiel gibt es dann nochmal. Ah, Mean Boys, Home Alone 2, Hawk und noch was, Global Beach Games. Gibt es irgendwas, was sich mit Weltkrieg beschäftigt? Das wäre irgendwie ganz cool.
Also, es würde so eh nur pushen, aber so richtig was. Three and a Half Women. Auch schwierig. So. Also, hier hätten wir eine kleine Lizenz dafür, aber gut, wir haben ja die IC-Dings-Lizenz, die hat 5 Sterne. Okay, dann. Oh, darf ich die noch nutzen? Nein. World of Tanks ist eine Filmlizenz, keine Ahnung, ist auch egal. Tut mir jetzt nicht weh, wenn die dabei ist. So, Bekanntheit der IP, okay. Das wird sich denn ändern. So, Massive Multiplayer Online Game. Main Plattform ist natürlich in dem Fall der PC. Und dann meine Konsolen. Und das Ganze geht natürlich mit der. Moment, wir müssen erst die Action Engine. Wir müssen erst die Action Engine aufwerten. Engine updaten. Action. So, da müssen wir jetzt aber dann nur die Stufe 5er nehmen, damit die da drin sind. Damit die Textstufe noch passt. Okay, und dann können wir das Spiel machen. Hammer hier. Ist wirklich richtig Hammer. Was für viel Kohle wir dann machen. Unfassbar. So, Platin-Schallplatte. Also, wir haben die 5 Millionen verkauften Kopien nach 7 Wochen. Nach 7 ganzen Wochen. Sehr schön. So, gut. Dann, wenn wir jetzt hier, nee, nicht die Engine entwickeln, sondern jetzt wollen wir hier das Spiel entwickeln. Und zwar wollen wir eine Fortsetzung machen von mir aus von dem. Mit der Lizenz wieder. Nee. Okay, das hat nicht so eine hohe. Okay, Fortsetzung. Dann machen wir eine Fortsetzung lieber von dem anderen. Das hat eine höhere IP. So, 2,8 Sterne schon. Lizenz. Nein. Und das Ganze heißt dann World of Artillery. World of Tanks. Und dann geht das hier los. Und dann machen wir das Ganze natürlich mit der Action. Das machen wir. Nee. So machen wir das. Und dann geht das hier. Und dann machen wir hier eine Anti-Cheat-Software natürlich drauf. Eine neue. Nein. Das haben wir schon. Okay. Sound 3.1 haben wir das erste Mal. So, das lassen wir alles so. Das sieht sehr gut aus. Einmal alle Features, die da so reingehören. So, ach so, oder wollen wir das zu Free-to-Play-Titeln machen? Wie finanziert sich das denn dann? In-game-Items gibt es ja schon, ja, aber ja, eigentlich gibt es mächtige Items, ne? Also bei World of Tanks. Oh, Free-to-Play-Titel. Keine Ahnung, ich mach's einfach. Ich zieh's jetzt einfach durch. Vielleicht kostet mich das. Ich kann's ja jederzeit einstampfen. Wenn nicht. Tanz mit Support. Okay. Müssen ein In-App-Kauf angeboten. Ah, ja, okay. Dann machen wir Booster-Packs, gibt's auf jeden Fall.
Und geschätzter Umsatz pro Käufer im Monat. Und Skins. Das funktioniert, weiß ich nicht. So, wir werden sehen, wie es funktioniert. Achso, dann müssen wir jetzt hier durch hochwertige Sounds. Hochwertige Grafiken. Hochwertige Animation. Und hier natürlich Gameplay verbessern. So, und dann müssen wir noch ein paar Spielberichte angucken. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich da bloß 97 Grafik-Dings hatte. Command & Conquer Renegade, da ist alles getroffen jetzt. Sehr gut. Madden ist nicht alles getroffen. Okay, muss noch jugendfreier werden wahrscheinlich. Und Dungeons & Dragons ist ja gut, da ist auch alles getroffen. Okay. Keine Ahnung, ob das jetzt was wird oder nicht wird. World of Tanks kriegt so 21 Sound-Inputs dazu, das ist schon mal gut. Gibt es hier noch was? Es gibt eine neue Hardware. 2 GB Speicherkarte. Ja, hau mal raus, das Ding. So, hier gibt es einen neuen Mitarbeiter. Den Namen lese ich jetzt lieber nicht vor. So, rein in den Kundensupport. So, hier steigen die Verkaufszahlen. Weiß man nicht warum, aber ist auch egal. Vielleicht ist Mitbewerber weg. Na, rein in den Kundensupport. So, 8,1% Marktanteil und hier mit 25% Marktanteil. Ein Viertel der gesamten des gesamten Konsolenmarktes gehört mir. Das ist natürlich eigentlich schon, das ist schon mächtig. Das ist schon eine mächtige Marktmacht. Ja, muss man jetzt ehrlich mal sagen, aber das ist schon. Und rein in den Kundensupport. Das ist schon mächtig. Aber ich glaube, wir müssten, wenn denn, mal noch ein neues Spiel anfangen und das dann mal auf auf schwer spielen oder sowas. Also, dass wir da wirklich dann ein bisschen herausfordernder unterwegs sind als das, was wir jetzt aktuell haben hier. Obwohl das gerade auch ziemlich lange dauert, aber ist egal. Weil, sagen wir mal, ne, wir müssen uns jetzt hier nichts mehr ausstehen. Ne? Also, wir haben 3,7 Milliarden auf dem Konto. Das Ding ist eigentlich durch. Also, der Break-Even-Point ist erreicht. Wir können eigentlich nicht mehr arm werden. Und ja, genau so ist es halt. Wir können halt eigentlich nicht mehr arm werden, ne? Das wird nicht mehr funktionieren. So. Beendet mal die Automatik. Wie sieht es jetzt hier aus? 32,7. Okay, das merken wir uns mal. So, und ihr macht mal Marketingkampagne für die Konsole. Diese hier. Eine TV-Werbung bitte. Und dann gucken wir mal, wie schnell das geht. Sollte jetzt deutlich schneller gehen. Wir sind gerade im Sommerloch, deswegen sind die Verkaufszahlen ein bisschen runter, aber wenn wir den Marketingwert wieder auf 100 hochheben, das sollte ja dann erstmal klappen. So, hier haben wir jetzt nur noch Verkäufe von 400.000, das ist ja unterirdisch schlecht. Wir haben schon 126 Millionen eingenommen mit dem Spiel. Unfassbare Verkaufszahlen. Also wirklich unfassbare Verkaufszahlen. Es ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Höhle? So. Und dann gibt es jede Menge neue Fans dazu. Und dann ist hier auch der Hype gleich bei allen Spielen wieder ein bisschen höher. Und auch bei den Konsolen. Dann bringt das jetzt gar nichts, dass ich da oben gerade die Fernsehwerbung gemacht habe. Aber gut, okay. Das haben wir erstmal durch. So, sind wir noch bei 32,7. Nimmt nicht ab und auch nicht zu. Naja, siehst du wohl, ein bisschen mehr Hype und schon verkauft man wieder mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und hier müssen wir dann natürlich auch nochmal dafür sorgen, dass wir dann ein kleines Add-on hinterher schmeißen, damit dann nochmal wieder ein bisschen was, ne, die Verkaufszahlen steigen. So, okay, Steel Game Boy haben wir erstmal wieder auf 100% gebracht. Wer braucht hier noch? Ja, dann kann ich nochmal Fachkräftesuche anmachen. Vielleicht finden wir hier noch welche. 32,9, also wir brauchen noch wieder welche, aber das werden wir, dem werden wir hier nicht mehr Herr werden, glaube ich.
Das habt ihr ja schon in den Kommentaren geschrieben, dass irgendwann der Platz einfach nicht mehr ausreicht, um die ganzen Fans zu bewältigen. Und wie gesagt, also den Fans ist es ja dann schon wieder fast egal, was wir rausbringen. Und damit haben wir ja dann sozusagen eigentlich eine richtig gute Base, die man eine Schallplatte erhalten. Wir haben 10 Millionen verkaufte Kopien von einem Spiel nach 16 Wochen. Also eigentlich, was will man noch mehr? Was will man noch mehr? Das ist wirklich ein... Das ist Spiel geschafft, glaube ich. Durchgespielt nicht, aber Spiel geschafft, würde ich sagen. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.